Moin, Johannes hier, und manchmal sind es die kleinen Dinge, die im Leben Ersparnis bringen, weil sich die entsprechenden kleinen Tricks irgendwann aufstauen und die Gewinne, die man erzielt, dann eben doch zu was Relevantem werden. Schauen wir mal, ob das hier gerade zwei Tipps für euch werden, mit denen ihr das erfüllen könnt. Der eine bezieht sich auf Facebook, und zwar hat Facebook die Kurzdomain fb.com, schön zu merken, Facebook, klar, registriert. Das heißt, wenn ihr in die Adresszeile einfach fb.com eingibt, dann landet ihr ratzfatz bei Facebook. Wenn ihr jetzt eingeloggt werdet, werdet ihr auch direkt in eurem Newsfeed und könntet da euch umgucken. Interessanterweise funktioniert das auch mit längeren URLs. Das heißt, wenn hier hinten dran jetzt Hans Müller steht, wenn ihr eben den entsprechenden Account verlinken wollt, dann geht das, whoops, ich kann nicht tippen, dann geht das eben auch auf diesem Weg, und ihr habt einen wesentlich kürzeren Text, den ihr irgendwo auf dem Flyer unterbringen müsst oder den ihr irgendwo sonst in der E-Mail oder sonst wo verlinken könnt. Das ist fürs Auge unter Umständen sehr viel gefährlicher als mit der langen Facebook-URL. Ich zeige euch einmal, dass das umgebaut wird, und dann ist es eine Facebook.com-Adresse. Ähnliches Konzept bei Google, allerdings nicht ganz so weit runtergebrochen. Google hat für die deutsche Domain die Kurzform mit einem O. Das ist mehr so ein Schutz gegen Vertippen gewesen ursprünglich bei Google, wo man eben versichern oder sicherstellen wollte, dass niemand unter einer Adresse, die aussieht wie Google, und das tut diese Adresse ja durchaus, Dinge anbietet, die dann vielleicht für Google auch rufschädigend wären oder für die Benutzer gefährlich. Deswegen hat Google das registriert. Und unter google.de werdet ihr jetzt zur ganz normalen, echten Google-Suchseite weitergeleitet. Ist an der Stelle vielleicht nochmal ein Wort der Warnung nötig. Diese Kurzadressen muss man eben schon auch verifizieren. Also wenn man jetzt hier weitergeleitet worden ist, muss man hier einmal sicherstellen, dass dieses grüne Schloss tatsächlich auch zeigt, dass das eine sichere Verbindung ist, dass das vernünftig verifiziert ist und dass man eben damit nicht jetzt auf einer Phishing-Seite gelandet ist, wo Benutzerdaten abgegriffen werden oder so. Hier geht es halt um die ganz normale Suche, und die verhält sich eben auch wie Google. Es ist tatsächlich ja auch Google. Ein kleiner Gag vielleicht noch am Rande. Es gibt hier für mich das Problem, dass ich manchmal google.de tippe, also das O weglasse, aber dann L und E verdrehe. Wenn man das tut, landet man hier bei diesem Architekturbüro, das sich wahrscheinlich inzwischen auch erklären kann, warum so viele Leute auf ihrer Seite landen. Und nicht umsonst ist das hier eine sehr spartanische Seite, mit der wenig Rechenlast erzeugt wird, weil ich glaube, dass die meisten Besucher tatsächlich hier nicht auf der Suche nach Architektur- und Ingenieursdienstleistungen sind. Ich mache trotzdem für die Firma mal ein bisschen Werbung, weil ich über die ganzen Jahre so viel Traffic da erzeugt habe, ohne jemals irgendwie Interesse an ihnen zu haben. Also aufpassen, dass ihr google.de ohne das zweite O nicht auch noch mit vertauschtem E und L schreibt, dann kommt ihr mit einem Tastendruck weniger auf Google. Vielleicht ist das ja irgendwo mal kriegsentscheidend. Oder es summiert sich zumindest über die Zeit. Viel Spaß beim Ausprobieren, und wenn ihr noch schöne Kurz-URLs habt für andere Firmen, für andere Webseiten, dann packt die doch gerne hier in die Kommentare, dann kann jeder davon profitieren. Vielen Dank, viel Spaß und bis zum nächsten Video.